Neue Fernseher und damit auch neue verwirrende Modellcodes. Denn was genau soll OLED 65C27LA überhaupt bedeuten? Wir haben euch den C2 Modellcode entschlüsselt. Hallo, hier ist Maxim von dvfinder.com. In diesem Video wollen wir euch bündig die Unterschiede zwischen den verschiedenen Varianten vom LG OLED C2 zeigen. Ich beginne mit der Erklärung des LG Modellcodes anhand des C2 und gehe danach auf die verschiedenen Vertriebsvarianten in Deutschland und Europa ein. Wollt ihr die Varianten des C1 aus 2021 wissen, dann schaut mal in die Infokarte, wo wir euch unser Video darüber verlinken. Unterschiede bei den Varianten zum C2 gibt es, sie sind aber im Großen und Ganzen sehr ähnlich. OLED steht für die Paneltechnologie, also Organic Light Emitting Diode. Die nächsten zwei Ziffern sind die Bildschirmdiagonale in Zoll. Und dann die Serie, also die C-Reihe. Danach kommt die 2, die für den 2022er Jahrgang steht. Die Ziffer danach ist die Vertriebsvariante, welche auch über die Vertriebsregion informiert. In Deutschland gibt es in der Regel die Vertriebsvarianten 7, 8 und 9, die alle einen Twin Triple Tuner verbaut haben. Das sind die Varianten für die zentraleuropäische Vertriebsregion, auf die wir gleich nochmal etwas genauer eingehen werden, da sie am häufigsten in Deutschland vorzufinden sind. Für den osteuropäischen Markt gibt es die Nummern 1, 2 und 3. Für den west- und südeuropäischen Markt sowie für die britischen Inseln stehen die Nummern 4, 5 und 6. Die Nummern 1 bis 6 haben alle nur einen Single-Tuner verbaut. Das L an der vorletzten Stelle steht für die Art von Tuner, also in Europa dem DVB-TSC-Tuner. In Nordamerika stände hier beispielsweise ein U für den dort genutzten Tuner. Der letzte Buchstabe ist eine Kennung für das Design. Der Buchstabe A weist bei allen Modellen auf eine dunkle Rückseite hin, B und D weisen bei allen Modellen auf eine weiße Rückseite hin. Die Varianten mit D haben zudem einen drehbaren Standfuß. Danach findet man manchmal noch eine Fertigungsinformation, zum Beispiel .AEUD. Die ist aber nicht wirklich von Belang. Der C27 ist, wenn man so will, die Hauptvariante. Und da alle Größen mit dem Buchstaben A enden, hat der C27 durch die Bank weg eine dunkle Rückseite. Technisch unterscheiden sich die Vertriebsvarianten C28 und C27 nicht voneinander. Lediglich die Farbe der Rückseite ist weiß, was ganz leicht ins Creme- bis Beigefarbene geht. Was ihr erneut an der Endung erkennen könnt, hier findet ihr also statt ein LA am Ende ein LB vor. Zum Vergleich haben wir euch hier einmal die beiden Rückseiten nebeneinander dargestellt. Die Vertriebsvariante C29 hingegen hat ein Feature mehr. Sie unterstützt den neuen Wireless Speaker Audio Standard für die kabellose Übertragung von hochauflösendem Sound. Noch gibt es kaum Lautsprecher oder Receiver, die den Standard unterstützen, und ob das Format noch wichtig wird, kann man Stand jetzt leider noch nicht sagen. Außerdem besitzt der C29 in 42 und 48 Zoll die Endung LB, sprich er hat eine weiße Rückseite, und die Größen 55, 65 und 77 Zoll sind ebenfalls weiß, doch der Standfuß ist zudem schwenkbar. Die Rückseite der 83 Zoll Variante hingegen ist ebenfalls dunkel gehalten. Heißt, ihr findet hier den Kürzel LA vor. Beim LG OLED C2 solltet ihr zudem, egal bei welcher Variante, immer die unterschiedlichen Standfüße im Kopf behalten. Denn die 42 Zoll Versionen besitzen einzelne weit auseinanderstehende Füße, die 48 und 83 Zoll Varianten den gleichen breiten Standfuß wie letztes Jahr der C1, und die Größen 55, 65 und 77 besitzen den klassischen schmalen mittleren Standfuß. So, wir hoffen, wir konnten euch etwas Klarheit verschaffen und euch eventuelle Sorgen wegen dem Modellcode nehmen. Jetzt seid aber ihr dran. Ist euch so etwas wie die Farbe der Rückseite überhaupt wichtig bzw. ist es überhaupt relevant? Teilt uns eure Meinung unten in die Kommentare mit. Über die Links in der Beschreibung findet ihr zudem noch mehr Informationen und natürlich auch die aktuellen Preise der Varianten. Damit kommt ihr dann zum besten Online-Angebot, das kostet euch keinen Cent mehr und ihr unterstützt damit unseren Kanal. Und wenn wir schon beim Unterstützen des Kanals sind, könnt ihr ja ein Like da lassen, wenn euch das Video weitergeholfen hat. Und jetzt kann ich nur noch sagen, schönen Tag noch und bis bald.